Ich begrüße mal wieder die Logistikleute ganz herzlich zurück zu der nächsten Übung, weiterhin hier mit Thema Energie. Und zwar ist das eine ähnliche Aufgabe aus dem Logistikbereich November 18, Aufgabe 7. Ein Stapler hebt eine 0,65 Tonnen schwere Granitkugel auf einer Holzpalette an. Berechnen Sie, welche potenzielle Energie die Kugel besitzt. Wichtig, berechnen Sie, was potenzielle Energie, wenn sie 15 Meter hoch angehoben wurde. Geben Sie den berechneten Wert in Joule an. Also wir sollten die potenzielle Energie berechnen und da gucken wir auch unter Stichwort. Am besten ist, wenn ihr unter Energie schaut und dann könnt ihr halt potenziell finden. Dort ist dann das hier, ist dann halt die Formel dazu. Können wir ganz einfach, potenzielle Energie wäre somit Fg mal H. Und jetzt überlegen sich einige, wie macht man denn Fg? Naja, Fg steht bei euch ja für Gewichtskraft, wenn ihr in dem Kästchen mal da liest, wofür Fg steht. Und da könnt ihr auch wieder unter Stichwort Gewichtskraft mal nachschauen. So kann man Fg berechnen, indem man einfach M mal G macht in einer Nebenrechnung. Somit hätten wir hier Fg wäre M mal G. Jetzt müssten wir nur die Werte eingeben und zwar die 0,65 Tonnen. Die wandeln wir aber gleich um in Kilogramm und zwar zeige ich euch wieso in ein paar Augenblicke. Und zwar wären das 650 Kilogramm mal G steht für die Erdanziehungskraft oder Erdbeschleunigung und das ist euch auch hier gegeben mit 9,81 Meter die Sekunde Quadrat. So. Wenn wir das jetzt in unserem Taschenrechner eingeben, die 650 mal die 9,81, das ergibt 6376,5. So, 6376,5 und die Einheit nicht vergessen, Kilogramm mal Meter die Sekunde zum Quadrat. Jetzt könnt ihr diese Einheit kann man auch anders schreiben und zwar könnt ihr unter Stichwort Mechanik, dort findet ihr bei euch, wenn ihr im Stichwörterverzeichnis mal nachschaut, die Seite, oder auf der Seite findet ihr irgendwo in einem Kästchen die Gewichtskraft und die Gewichtskraft kann man eigentlich mit Newton hinschreiben. Wie kann man Newton noch anders schreiben? Naja, Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde und ihr seht, hätten wir hier oben die Tonnen gelassen, 0,65 Tonnen, dann hätten wir ja hier Tonne mal Meter die Quadratsekunde und das ergibt nicht Newton. Ja. Newton ist nur Kilogramm mal Meter die Sekunde Quadrat, deswegen haben wir hier auch Newton, 6000. Jetzt können wir die hier oben auch einsetzen. Epoch mit 6376,5 Newton, anschließend mal die Höhe. In der Aufgabe ging es um 15 Meter. So, schauen wir mal nach, was das für eine potenzielle Energie wäre. Die 6000 mal die 15 Meter. 95647,5. So, 95647,5 und die Einheit nicht vergessen, bitte hinschreiben, Newton mal Meter. Und jetzt stand ja in der Aufgabe, die Einheit soll eigentlich, berechnen Sie den Wert oder geben Sie den Wert in Joule an. Aus diesem Grund jetzt wieder unter Stichwort Elektrizität. Dort, das führt euch zu der Einheitenseite und dort habt ihr halt Energie, weil das ist ja Energie, befindet sich in demselben Kästchen wie Arbeit, weil es dieselbe Einheit hat, Joule. Und wie kann man Joule noch anders schreiben? Naja, Newton mal Meter. Und das haben wir ja. Das heißt, wir können jetzt sofort auch dahinter Joule hinschreiben oder auch so. 95647,5 Joule. Das wär's. Dann wären wir mit der Aufgabe auch fertig. Man hätte auch in den Taschenrechner sofort eigentlich, ne, Fg bedeutet ja M mal G. Und man hätte in den Taschenrechner auch das alles abkürzen, man hätte auch sofort, was haben wir da für eine Masse, 650 Kilo mal 9,81 und anschließend auch mal die 15 Meter. Man müsste nicht diese Nebenrechnung machen, man würde auch auf dasselbe Ergebnis drauf kommen.
Falls ihr euch unsicher seid, macht einfach die Nebenrechnungen, was ist der FG, setzt dann ein und ja, ansonsten habt ihr nur einen Zeiler hier und dann seid ihr auch fertig in einer Minute mit der Aufgabe A. Jetzt machen wir Aufgabe B. Die Granitkugel ist nicht vorschriftsmäßig auf der Palette gesichert und rollt bei der maximalen Hubhöhe, das heißt ja die 15 Meter, von der Palette. Boah. Berechnen Sie die kinetische Energie beim Aufschlag auf den Hallenboden. Die Kugel ist zu diesem Zeitpunkt 17,15 Meter die Sekunde schnell. Also der Gedanke ist, die Kugel fällt runter. Und warum berechnet man dann nicht jetzt wieder mit der potenziellen Energie? Naja, die potenzielle Energie hat was mit der Höhe zu tun. Und sobald etwas in Bewegung gerät, dann nennt man das halt kinetische Energie. Und aus diesem Grund, wir haben ja, die Kugel fällt runter mit dieser Geschwindigkeit, es bewegt sich nach unten, es fliegt quasi nach unten oder fällt, ja. Deswegen sollen wir hier, berechnen Sie die kinetische Energie. Und deswegen Stichwort Energie und dort findet ihr dann kinetische und das ist die Formel, die wir brauchen. So. So, das heißt, E-Kin wäre dieses Mal 1/2 mal M mal V Quadrat. So, 1/2 mal, was haben wir für eine Masse? Naja, die Kugel hatte ja 650 Kilogramm. So, anschließend mal die Geschwindigkeit 17,15 Meter die Sekunde. Jetzt bitte nicht vergessen, hier steht ja extra quadrieren. Das heißt, die Zahl wird quadriert, aber auch die Einheit und auch die hier unten. Das ist halt sehr wichtig, was viele übersehen. So. Wenn wir das jetzt machen, 0,5 mal 650 und mal die 17,15 zum Quadrat. 95589,81. Moment, 95589,81. Und jetzt können wir die Einheit hinschreiben, die hier steht, und zwar Kilogramm mal Meter Quadrat die Sekunde Quadrat. Wenn wir halt wieder unter Stichwort Elektrizität schauen, wieder bei Energie, denn es spielt keine Rolle, ob potenzielle Energie oder kinetische Energie oder Wärmemenge, Energie hat dieselbe Einheit Joule und Joule kann man auch so schreiben, Kilogramm mal Meter Quadrat die Sekunde Quadrat, wie ihr seht, und das haben wir ja. Das heißt, wir haben auch sofort somit die 95589,81 Joule. So. Jetzt würden wir gleich, also das wäre jetzt die Aufgabe B. Und jetzt kommen wir zu der Aufgabe C. Erläutern und vergleichen Sie die Ergebnisse der beiden Teilaufgaben. Also, wir vergleichen mal die potenzielle Energie mit 95.647. Kinetische Energie 95.589. Folgendes. Normalerweise ist oder gleicht die potenzielle Energie der kinetischen. Das heißt, wenn eine Kugel diese potenzielle Energie hat und wenn diese Kugel runterfallen würde, dann würde sie auch dieselbe kinetische Energie entwickeln. Jetzt gibt es hier eine kleine Abweichung. Diese Abweichung kommt zustande, so müsst ihr euch vorstellen, weil, wie heißt das, wegen Widerstand, Luftwiderstand oder sonstiges. Ja, es gibt Reibungskräfte und deswegen kommt so diese kleine Abweichung. Aber normalerweise ist das halt 1:1 dieselbe. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, und zwar Aufgabe C ist ein bisschen tricky, und zwar ist hier noch die Frage, spielt die Masse der Kugel bei der Geschwindigkeit eine Rolle? Die Masse der Kugel spielt keine Rolle. Das ist so eine, keine Trickfrage, aber die ist ein bisschen unglücklich gestellt. Und zwar, ja, wenn, ich versuche das mal so zu erklären, wenn ich eine Feder fallen lasse
Hier befindet sich eine Feder und hier befindet sich irgendein Stein. Dann würde ja der Stein viel schneller nach unten aufkommen als die Feder. Und somit tendiert jeder zu sagen, oh, die Masse spielt doch eine Rolle. Die Antwort aber hier drauf ist, nein, die Masse spielt keine Rolle. Man muss Folgendes berücksichtigen, und zwar in einem luftleeren Raum. Wenn wir dort, also sagen wir mal auf dem Mond, wenn wir dort die Feder und denselben Stein fallen lassen würden, die würden beide gleichzeitig aufkommen. Das Gewicht spielt keine Rolle. Der einzige Grund, warum die Feder hier auf der Erde zu spät kommt, ist, weil die etwas Reibung hat, und zwar die Luftreibung. Ja? Luft drückt die Feder quasi, die Reibungskraft sorgt dafür, dass die Feder langsamer fällt. Aber wenn die Luft nicht da wäre, dann würde die Feder und der Stein gleichzeitig unten aufkommen. Das macht man in der 8. Klasse Physik oder 9. Klasse. Man macht da, wie heißt das? Da macht man halt so Experimente und dann zeigt man das den Schülern, dass im luftleeren Raum würden beide gleichzeitig ankommen. Und der Knackpunkt hier bei der Aufgabe, die hätten hier vielleicht hinschreiben sollen, spielt die Masse der Kugel bei der Geschwindigkeit eine Rolle, wenn auf dem Mond oder luftleeren Raum, das wäre halt der Knackpunkt. Und dann wäre die Antwort in einem luftleeren Raum, nein, beide würden gleichzeitig aufkommen. Die Masse spielt keine Rolle. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt was dazugelernt und ihr wisst jetzt halt, was ihr darauf zu antworten habt. Ich bedanke mich weiterhin fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.